Hi, ich darf dich wieder zu einer neuen Ausgabe von farbsport.de willkommen heißen. Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema, gerade für Teams, nämlich um die Gewinnung und den Umgang mit neuen Spielern. Wir sehen uns gleich nach dem Intro, wie immer. Neue Spieler zu gewinnen, ist von Anfang an ein sehr wichtiges Thema für jedes Team, denn Paintball ist ja, wie du bestimmt schon gemerkt hast, relativ kurzlebig. Es ist ein sehr teurer Sport und er zieht auch eine ganze Menge Wochenenden. Darauf haben nicht viele Leute wirklich dauerhaft Bock und deswegen kann es halt schnell mal passieren, dass ein Team ein paar Spieler wegbrechen, und wenn dann nicht schon im Vorhinein für Nachwuchs gesorgt wurde, dann passiert es halt schnell, dass mit dem Team bergab geht. Deswegen ist es sehr wichtig, dass sich dein Team von vornherein darum kümmert, neue Spieler zu bekommen. Dazu ist es sehr wichtig, dass dein Team auch gefunden werden kann. Und zwar nicht einfach nur durch Zufall mal über einen Spielfeldbetreiber oder so, sondern auch im Internet. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel bei Google eingibt, dass ich Paintball-Team in der und der Stadt, dass er dann auch dein Team direkt da findet. Dafür braucht dein Team eine Internetseite, dafür braucht dein Team eine Facebook-Seite und ihr solltet am besten auch in Foren aktiv sein. Also da immer mal wieder reinpost, dass ihr zum Beispiel neue Spieler sucht. Das ist ganz wichtig, halt gerade so eine Internetseite, die macht, finde ich, schon einiges aus bei so einem Team, um sich halt nach außen zu präsentieren. Und da wird allein nur dadurch, dass ihr eine Internetseite und eine Facebook-Seite habt, werdet ihr schon die ein oder andere Anfrage zwischendurch bekommen von irgendwelchen Spielern, also meistens halt Leuten, die gerade neu anfangen wollen. Wenn dein Team das alles soweit hat, dann kannst du auch direkt anfangen, neue Spieler zu suchen. Das geht ganz einfach, indem du zum Beispiel einfach in Foren oder in Facebook-Gruppen postest und da einfach sagst, dass dein Team neue Spieler sucht. Da kannst du natürlich immer ein schickes Bild für fertig machen oder du schreibst den Text da so rein, am besten vielleicht sogar beides. Und dabei ist ganz wichtig, dass du darauf achtest, dass du ja dem Spieler etwas bieten willst. Also es geht dabei nicht um dich, sondern es geht um den Spieler. Du willst dem Spieler etwas bieten. Also beschreib dem Spieler zum Beispiel die Vorteile, die er hat, wenn er in dein Team kommt. Das kann zum Beispiel sein, dass ihr ein strukturiertes, regelmäßiges Training habt, wodurch er gut lernt. Das kann zum Beispiel sein, dass ihr einen guten Teamdeal mit irgendeinem Shop habt oder vielleicht irgendwo vergünstigt Paintball spielen könnt auf dem Spielfeld. Das kann aber auch sein, dass ihr vielleicht irgendwie einen Coach aus der Bundesliga oder so dabei habt oder vielleicht auch ein Farbsport-Coaching, wodurch ihr schneller dazulernt. Solche Vorteile, die haben solche Spieler dann halt ziemlich gerne, denn sie brauchen ja einen Grund, warum sie ausgerechnet in dein Team kommen wollen. Das ist also ganz wichtig. Das kannst du auch schon in die Headline einfügen. Anstatt dass du einfach schreibst, wir suchen Spieler, kannst du zum Beispiel sagen, du suchst ein Team, mit dem du viel Spaß haben kannst und schnell dazulernst, dann bist du hier genau richtig. Das wäre zum Beispiel eine Überschrift, die den Spieler direkt anspricht und ihm auch direkt zeigt, was er von deinem Team erwarten kann. Du gehst in dieser Überschrift dann praktisch nicht von dir selbst aus, sondern du bringst den Spieler dazu, dass er sich für dich interessiert. Wenn dein Team noch recht jung ist, dann sollte es jetzt über solche Aktionen erstmal euer Ziel sein, mindestens 8 Spieler zusammenzukriegen, also in den ersten Kader so gesehen. Denn ab dann könnt ihr anfangen, einen zweiten Kader aufzumachen. Das ist auch ganz wichtig, ist natürlich mit ein bisschen Arbeit verbunden. Aber letztendlich kann so ein zweiter Kader immer dafür sorgen, dass ihr neue Spieler nachziehen könnt. Und er hat auch noch den Vorteil, dass dein Team nun mal dann auch mehr Spieler hat, mit denen gleichzeitig trainiert werden kann. Natürlich haben die dann am Anfang noch ein kleines Defizit. Die sind nicht auf dem gleichen Level wie ihr, weil ihr ja schon länger spielt, logisch. Aber ihr könnt dann halt trotzdem gucken, dass er die nach einer Zeit darauf bringt. Außerdem werden gerade im Winter ja auch viele Basic Skills trainiert und das müssen ja sowohl die Älteren als auch die Jüngeren machen. Daher empfiehlt es sich auch da, immer zusammen zu trainieren. Okay, Ziel ist also, 8 Spieler zusammenzukriegen und dann einen zweiten Kader aufzumachen. Denn mit 8 Spielern kannst du schon super 5-Mann und auch X-Ball spielen. Kein Ding. Worauf du jetzt achten solltest, wenn neue Spieler reinkommen, ist, dass diesen Spielern auch volles Vertrauen geschenkt wird. Wenn da Leute dabei sind, die zum Beispiel dann zu den 8 Spielern schon gehören und im ersten Kader sind und die dann auch im Training Fortschritte machen, dann lasst die auch ruhig aufs Spielfeld, wenn ihr auf Spieltagen seid. Und ansonsten werden diese Leute recht schnell desmotiviert sein. Das wirkt sich dann natürlich zum einen aufs Training aus. Und es kann dann natürlich auch sein, dass die Leute dann schneller mal das Team wieder verlassen. Das hatten wir früher zum Beispiel auch mal noch in der Regionalliga. Da hatten wir einen Neuen, der hat sich echt gut gemacht. Der hat es auch echt verdient gehabt, da mehr Spielzeit zu haben. Aber einfach, weil im Team, da war halt der Neue und dem wurde viel zu wenig zugetraut noch. Deswegen kam der nie aufs Feld.
Ich bin mir heute immer noch sicher, dass der genau die Leistung gebracht hätte, die wir da auch gebraucht hätten, also die wir auch von anderen Leuten gekriegt hätten. Und da wäre es daher völlig in Ordnung gewesen, den auch aufs Feld zu lassen. Das sind halt solche Sachen, mit denen du dem Spieler auch zeigst, dass er im Team willkommen ist. Und dann wird er auch alles tun, um dein Team weiter nach vorne zu bringen mit euch zusammen. Okay, das ist ein ganz wichtiges Thema. Also wenn dein Team sich noch gerade im Aufbau befindet, also ihr noch recht jung seid, dann guckt, dass ihr so schnell wie möglich noch neue Spieler rankriegt. Denn das festigt euer Team, so könnt ihr Struktur schaffen und dann seid ihr auch für die Zukunft gewappnet. Wenn du noch weitere Tipps brauchst, zum Beispiel fürs Training oder so, wenn du Drills brauchst, wenn du ja Trainingspläne brauchst, alles Mögliche, dann schreib mich ruhig mal an. Ich habe coole Coaching-Angebote, auch online, langfristig. Die sind auf jeden Fall was für dich. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns wie immer nächste Woche und natürlich, wir schießen uns.